So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Morning Meeting heute am Donnerstag, den 1. September 2022. Gemeinsam mit Markets wollen wir uns einen Blick auf die Märkte gönnen, die übergeordnet DAX bzw. auch die US-Equities gar nicht gut aussehen. Und das trotz schwacher ADP-Zahlen, die eigentlich ja dazu führen sollten, dass wir ein Auspreisen dieser restriktiven Haltung seitens der Fed zu sehen bekommen. Das bekommen wir derzeit nicht zu sehen. Lässt nichts Gutes erahnen, auch für die morgen anstehende Non-Farm-Payroll. Ja, wir werden einen Blick darauf werfen und was wir daraus machen können, wie gesagt, also grundsätzlich sieht das nicht gut aus, also ich glaube, der DAX ist nach unten auch noch nicht fertig. Ich glaube, jetzt mit dem Unterschreiten der 12,7, die wir auch schon in den letzten Morning Meetings hier zum Thema gemacht haben, ist der Weg dann in Richtung Jahrestiefs frei und auch weitere Abschläge sind durchaus im Bereich des Möglichen. Wir werden darüber hinausgehend natürlich einen Blick werfen, auch auf Einzeltitel. Eigentlich hatte ich gar nichts auf dem Schirm im Einzeltitelbereich, weil die Earnings Season jetzt beginnt doch sehr deutlich auszudünnen und wir haben auch in diesem Zusammenhang dann jetzt mit dem anstehenden verlängerten Wochenende in den USA zum Beispiel, mit dem Labor Day Wochenende, eigentlich im Einzeltitelbereich nicht so viel Spektakuläres auf dem Schirm. Also ich würde mich hauptsächlich dann auf sogenannte Marketplace tatsächlich konzentrieren, also sprich Spider zu traden, also S&P beziehungsweise die Qs querstrich den Nasdaq zu handeln. Und ja, dann lief gestern nachbörslich plötzlich über den Ticker, dass es dort Entwicklungen zwischen den USA und China gibt, besonders im sogenannten Chip-Sektor, der ganz besonders Nvidia betrifft und wo es Sicherheitsbedenken gibt. Und diese Sicherheitsbedenken, die beschränken oder bedeuten jetzt im Umkehrschluss, dass Nvidia sehr wahrscheinlich einige wesentliche Chip-Bauteile oder Chips generell, die im Bereich künstliche Intelligenz Verwendung finden, nicht nach China, beziehungsweise auch Russland, glaube ich, stand auf der Agenda, aber Russland ist kein großer Markt für Nvidia, China allerdings umso mehr, eben die Erlaubnis seitens der US-Regierung hält, diese entsprechend eben auszuliefern, beziehungsweise entsprechend eben nach China zu verschiffen. Und das Interessante in diesem Zusammenhang ist, dass wir erst letzte Woche eine Guidance zu sehen bekommen haben, die für das dritte Quartal auch ganz wesentlich China beinhaltet hat. Und dieser Gegenwert, von dem wir dort reden, betrifft ungefähr 400 Millionen US-Dollar. Und ausgehend hiervon hat sich Nvidia jetzt in der Vorbörse sehr, sehr schwach präsentiert. Oder gestern in der Nachbörse erstmal, aber auch dann in der Vorbörse und die Jahrestiefs rücken in den Mittelpunkt des Geschehens. Also könnte durchaus sein, dass wir hier besonders auch vor dem Hintergrund des übergeordnet schwachen Marktumfeldes, das wir aktuell vorfinden, dann einen kleinen Ausverkauf in der Aktie zu sehen bekommen mit Break unter die 140. Wir werden auf jeden Fall einen Blick darauf werfen. Und ja, also soweit zur Einführung. Wir werden alle weiteren Details in den folgenden Minuten hier natürlich abdecken, bevor wir ganz offiziell starten. Allerdings zunächst der Blick auf den Risikohinweis. Devisen und CFDs sind komplexe Handelsinstrumente, die auf Margin getradet werden und mit dem hohen Risiko einhergehen, schnell Geld zu verlieren. Ausgehend hiervon ist dieses Produkt nicht für jeden geeignet. Man erstelle zunächst für sich persönlich ein Risikoprofil bzw. lasse ein solches in Ergänzung hierzu eventuell auch von einem unabhängigen Finanzberater erstellen. Lade sich dann auf markets.com/de eine kostenlose Demo herunter, wo man den Handel risikofrei testen kann und dann ausgehend von dem persönlich erstellten Risikoprofil und den Produktcharakteristika im simulierten Handel entsprechende Rückschlüsse darauf ziehen kann, ob der Handel sich mit dem Produkt für einen eignet. Wenn man zu dem Schluss kommt, das ist so, das passt, dann hat man natürlich auch die Möglichkeit, auf markets.com/de ein Live-Konto zu eröffnen. Alle Informationen hier zu dieser Thematik, vollständiger Risikohinweis, findet ihr auf markets.com/de. Habt ihr darüber hinausgehend Fragen zum Broker, Markets, gerne die Möglichkeit nutzen, die Elena einmal per E-Mail zu kontaktieren. Habt ihr Fragen zu den Märkten, Assets, die ich jetzt nicht vorbereitet habe, Einzeltitel und so weiter, nutzt gerne die Möglichkeit, die Fragen hier einmal im Livestream zu stellen, beziehungsweise solltet ihr euch die Aufzeichnung bei YouTube anschauen, postet diese gerne unterhalb des Videos und ich würde die dann entweder gleich schriftlich beantworten oder aber im nächsten Morning Meeting aufgreifen. Darüber hinausgehend schaut gerne auf meiner Webseite vorbei, jk-trading.com/forum. Da habt ihr die Möglichkeit, täglich eine Trading-Chatbox zu finden, wo ihr euch zu den Märkten mit mir, aber auch mit anderen Trading-Begeisterten austauschen könnt. Darüber hinaus habt ihr die Möglichkeit, eure Setups zu teilen. Schaut gerne auch in der Discord-Community vorbei, die ist vielleicht noch ein bisschen zugänglicher, weil über Apps entsprechend ansteuerbar, die Discord-Community. Den Link dazu findet ihr jetzt hier in der Chatbox, für die, die sich Aufzeichnung anschauen, unterhalb des Videos. Und so, soweit zur Einführung. Blicken wir auf die Aktienindizes, blicken wir in diesem Zusammenhang also auf den DAX und wie der sich aktuell präsentiert. Hier die entsprechende Bearishness unterhalb des EMA 50 auf 5-Minuten-Basis. Klar erkennbar, dass der Vorteil aktuell auf der Short-Seite zu finden ist. Es gelang nach dem Ausbruch aus der Open Range nicht zurück in diese zu laufen, den EMA gar zurückzuerobern. Wir toppten also hier so gegen die 12,7 ungefähr aus nach einem initialen Flush darunter und haben jetzt weiteres bearisches Momentum aufgenommen und man kann es hier schon bereits übergeordnet eingezeichnet erkennen. Ich hatte das heute
heute früh auch in den Charts schon gezeigt. Auf der Unterseite rückt der Bereich jetzt um diese untere Abwärtstrendkanalbegrenzung, also ein sauberer Abwärtstrend, der sich etabliert hat in dem Mittelpunkt des Geschehens. Und dieser korrespondiert ziemlich genau tatsächlich sogar mit der Region hier um die Jahrestiefs. Das bedeutet also, es ist durchaus denkbar, dass wir noch weiter bärisches Momentum zu sehen bekommen, dann aber gegen diesen Bereich eventuell einen stärkeren Bounce erwarten dürfen, weil wir auch aus vielerlei Perspektive in wichtige Unterstützungsbereiche laufen. Und zwar jetzt nicht nur in Bezug auf den DAX, in Bezug auf diese untere Abwärtstrendkanalbegrenzung beziehungsweise die Jahrestiefs, die natürlich die viele Marktteilnehmer auf dem Schirm haben werden, sondern parallel dazu ist es auch so, das hatten wir gestern hier in dem Verfallstagsdiagramm eingefangen gehabt, und das will ich mal ganz kurz hier aufgreifen, dass wir in diesem Bereich so auch auf der 12.500er Marke ein entsprechend hohes Open Interest tatsächlich vorfinden. Das, was wir jetzt gerade hier als Abgabedruck sich entfalten sehen, ich will nicht ausschließen, dass das schon Absicherungsgeschäfte eben tatsächlich sind, die wir hier zu sehen bekommen. Ich schneide das mal ganz kurz aus, da kann ich auch ein bisschen dran rummalen tatsächlich. Also das sind hier die entsprechenden Kontrakte. Hier ist die 13.000er Marke. Ja, das ist dieser hohe rotfarbene Balken, den wir hier zu sehen bekommen. Und wir haben gestern ja gesehen, wenn wir jetzt mal ganz kurz nochmal auf den DAX hier drauf schauen, wir haben einen Versuch gesehen, die 13 zurückzuerobern. Sahen dann hier am 31., also das war gestern, Abgabedruck, der mit dem Drop unter den EMA stattgefunden hat, einen erneuten Bounce, aber es gelang nicht mehr, die 13.000 zurückzuerobern. Und als wir hier ausstoppten dann und sich auch ein entsprechender Abgabedruck in den US-Märkten zeigte, hat man begonnen zu sehen, dass sich hier ein kontrollierter Abgabedruck herauskristallisiert hat. Es ist meiner Einschätzung nach nicht auszuschließen, dass dieser aus einsetzenden Absicherungsgeschäften dieser Marktteilnehmer hier tatsächlich stattfindet. Also die auf die 13.000er Marke entsprechend Puts verkauft haben. Ich will auch ganz kurz erklären, warum das so ist. Dann hört sich das nicht nur so kryptisch an, sondern man hat da auch eine entsprechende Vorstellung dazu. Also, was wir jetzt wissen wollen, ist, wie sieht denn das Auszahlungsprofil von diesem rotfarbenen Balken aus für einen sogenannten Stillhalter, also jemanden, der diese Option verkauft hat. Ganz kurz, was ist eine Option, beziehungsweise in dem Fall, was ist ganz konkret eine Put-Option? Eine Put-Option, die verbrieft das Recht, dass du einen zugrunde liegenden Basiswert, in dem Fall schauen wir auf den DAX, zu einem vorher festgelegten Preis in der Zukunft, zu einem ganz fixen Termin oder innerhalb eines Zeitspektrums, zu einem vorher festgelegten Preis verkaufen kannst. Also sprich, wenn du jetzt eine Put-Option gekauft hast, die zum Beispiel einen Strike-Preis, also einen Basispreis hat von 13.000 Punkten, dann bedeutet das jetzt für dich in dem Fall, wenn der DAX bei 12.650 Punkten notiert, dass diese Option hier dir die Möglichkeit einräumt, den DAX dennoch zu 13.000 Punkten zu verkaufen. Das bedeutet also, dass der Stillhalter, der dir diese in Anführungsstrichen Versicherung für diesen Kursverfall auf der Unterseite verkauft hat, beginnt schief zu liegen. Also das bedeutet hier, sein Auszahlungsprofil knickt nach in Anführungsstrichen links unten ab und der fängt an, einen Verlust zu machen. Wenn wir jetzt hier das einfach mal auf die 13.000er Marke schreiben. So. Und nunmehr ist es so, dass dieser abknickende Ast natürlich entsprechend abgesichert werden möchte. Jetzt hatte ich gestern schon gesagt, es gibt diverse Gründe an der Stelle, nicht zu bearish zu werden, ehrlich gesagt, weil ich will nochmal ganz kurz hier zurückgehen, einmal auf den Browser. Zum einen sehen wir, ich update das mal ganz kurz, aber es sollte im Bereich um 70% verharren. Wir sehen eine weiterhin verhältnismäßig hohe Spekulation seitens des Marktes, dass auf der September-Sitzung, die jetzt in 3 Wochen stattfindet, also gestern in 3 Wochen, am 21. September, dass die Fed den Leitzins nochmal um 75 Basispunkte anheben wird. Das ist verhältnismäßig restriktiv, besonders vor dem Hintergrund, dass wir eine Rezession haben, in der sich die USA befinden. Rezession kann man auf verschiedene Art und Weisen definieren. Wir definieren sie hauptsächlich durch eine grobe Daumenregel, wonach wir sagen, wenn wir 2 Quartale negativen Wirtschaftswachstums, einer Wirtschaftskontraktion zu sehen bekommen haben, befinden wir uns in einer Rezession. Rein technisch gesprochen, alternativ, was oder wie kann man eine Rezession sich abzeichnen sehen? Eine Möglichkeit zum Beispiel besteht durch das Ausmachen einer sogenannten inversen Zinsstrukturkurve. Das bedeutet also, dass kurzfristige Zinsen für 2 Jahre, das ist jetzt nicht so gut, dass diese für 2 Jahre einen höheren Zins zahlen als längerfristige Papiere. Ich muss mich ganz kurz abwenden. Ich habe gerade gesehen, eine Meldung gekriegt, dass mein Akku
dass mein Akku gerade den erst aufgibt. So. Jetzt gucke ich mal ganz kurz, ob das funktioniert hat. Ja, hat funktioniert. Sehr schön. So. Na. Perfekt. So, da bin ich wieder. Also, inverse Zinsstrukturkurve. Zweijährige Zinsen an dieser Stelle einen höheren Zins zahlen als längerfristige Papiere. Und das können wir deutlich ausmachen. Ich gehe mal ganz kurz hier in meine Charts. Da kann man es ja hier erkennen. Zweijährige Zinsen 3,5%. Zehnjährige Zinsen 3,2%. Also eine Differenz von 30 Basispunkten. Das zeigt sich jetzt auch schon über ein längeres Zeitintervall tatsächlich, diese inverse Struktur. Und das ist ein deutliches Indiz dafür, dass die Marktteilnehmer kurzfristig einen restriktiven geldpolitischen Kurs seitens der US-Notenbank erwarten. Also das macht sich ja auch hier bemerkbar im Fed-Watch-Tool beispielsweise. Und zwar jetzt dahingehend nämlich, dass sie sagen, naja, die Inflation galoppiert. Also erwarten wir, dass die Fed dieser galoppierenden Inflation Einhalt gebietet, den Leitzins also anhebt, dadurch aber Wirtschaftswachstum abwirkt und infolgedessen eben wir ein softeres Wirtschaftswachstum in Anführungsstrichen in der näheren Zukunft eben zu sehen bekommen. Das ist die zugrunde liegende Interpretation. Und nunmehr ist es so, ich denke, dass wir schon eine erstaunlich restriktive Haltung seitens der US-Notenbank zu sehen bekommen haben. Und ich denke auch nicht, dass wir das lange durchhalten können, auch vor dem Hintergrund des politischen Gegenwinds, der Biden-Administration entgegenschlägt. Wenn wir uns auch anschauen, in diesem Zusammenhang, dass wir jetzt zum Beispiel diese Midterm-Elections in den USA zu sehen bekommen. Und in Anführungsstrichen möchte man auch sehen, man erkennt, glaube ich, deutlich, dass nicht nur der Gegenwind, sondern auch das Wasser dieser Biden-Administration bis zum Hals steht. Wenn man zum Beispiel die jüngsten Entwicklungen rund um zum Beispiel diesen Raid, also diese Razzia in den Privatgemächern von Donald Trump zum Beispiel sieht, wo, glaube ich, keiner naiv genug ist zu glauben, dass das nicht politisch motiviert, / lanciert wurde und dass man im Weißen Haus davon nichts wusste, was dort eben tatsächlich stattfindet, was ihresgleichen auch sucht im Hinblick eben auf die Durchsuchung der Trump-Gemächer oder ja, der Privatgemächer einfach eines ehemaligen US-Präsidenten. Ich will das gar nicht einordnen. Also ich bin nicht wirklich überrascht, wer sich ein bisschen mit historischen Gegebenheiten auseinandersetzt, wer sich zum Beispiel dieses Buch zu Principles, der New World Order von Ray Dalio zum Beispiel zu Gemüte geführt hat, sei es im Hörbuchformat oder sei es auch als Text, dem ist mehr und mehr offenbar, dass solche Entwicklungen, besonders aus der politischen Perspektive, jetzt keine so große Überraschung darstellen. Deswegen wollen wir da auch gar nicht zu sehr in die Details gehen. Es ist zumindest aber für mich ein ganz klares Indiz dafür, dass man hier alle Register willens ist zu ziehen. Was man nicht in dem Zusammenhang nicht unterschätzen sollte, ist, dass man eben auch Druck auf die Fed ausübt, geldpolitisch weniger restriktiv zu agieren. Was sich auch bemerkbar macht, beispielsweise schon in diversen Äußerungen. Also nicht, dass man überrascht wäre, wenn diese Senatorin Frau Warren beispielsweise dort sich mahnend vor die Presse stellt und eben sagt, dass man durch einen zu restriktiven geldpolitischen Kurs beispielsweise ein Risiko für den Arbeitsmarkt darstellt, denn beispielsweise es zu natürlichen Layoffs kommt bei auch Big-Tech-Firmen, die dann auf andere, auf Zulieferer und dergleichen eben entsprechend ausstrahlen. In diesem Zusammenhang eben, dass zu einem nicht nur Abkühlen der Wirtschaft kommt, sondern auch zu potenziell sozialen Verwerfungen, nämlich wir haben nicht nur dann Menschen, die ihren Job verlieren, sondern parallel dazu auch noch eine galoppierende Inflation, steigende Lebensmittelpreise, Energiekosten und so weiter. Und wenn wir das in Kombination sehen, ist das einfach ein hochbrisantes Umfeld, bei dem man eben früher oder später wird erkennen müssen, dass man andere Wege, Mittel vielleicht finden muss, um die Inflation in den Griff zu bekommen, als einen zu restriktiven geldpolitischen Kurs. Weil tatsächlich handelt es sich hier aktuell um ein angebotsseitiges Problem. Also sprich, es gehen einfach zu wenig Güter um, die auf diese Unmengen an Liquidität tatsächlich treffen. Also fahre ich die Produktion hoch, dann wäre das zumindest mal etwas, was dann auch beim geldpolitisch lockeren Kurs insgesamt positiv sich auf die Wirtschaft auswirken dürfte. So, jetzt habe ich zu viel erzählt tatsächlich, weil wir ursprünglich bei den Optionen waren. Diese Haltung ist meiner Einschätzung nach also zu restriktiv, wird eigentlich auch entsprechend durch die gestrigen ADP-Zahlen, die als Indikation für die Non-Farm-Payrolls fungieren, unterstrichen. Also sprich anders formuliert, die ADP-Zahlen, die sind gestern erwartet worden mit 300.000 neu geschaffener Stellen hier im privaten Sektor, nur veröffentlicht worden mit 132. Erinnert euch dran, wir hatten das ziemlich genau so skizziert gehabt, denn in dem Zusammenhang hatte ich auf die Ausführungen des Weißen Hauses noch von
Montag oder Dienstagabend, ich bin mir nicht ganz sicher, verwiesen gehabt, wo man eine Abkühlung des US-Arbeitsmarkts thematisiert hatte. Und nun, jetzt siehst du diesen Print und du siehst eben auch dann seitens der Marktteilnehmer, also in dem Bezug auf die Vorbörse in den USA, du siehst eben auch, dass der S&P dann an der Stelle, ich hole ihn mal ganz kurz hier auf den Schirm, dass der darauf nicht positiv reagiert. Also wir sehen ein, das war gestern hier, 14.45 Uhr war es, Moment, ja, gar nicht eigentlich. Also man kann es hier erkennen, das war die Markteröffnung um 15.30 Uhr. Also du erkennst eigentlich, dass du nichts erkennst. Es gibt keinen wirklich bullischen Spike, sondern es gibt so ein Überrollen, dann driften wir leicht höher, aber es ist nicht initial begünstigt durch die Arbeitsmarktzahlen. Und als wir dann nicht in der Lage sind hier, die Eröffnung zu halten um 15.30 Uhr, spätestens da hast du eigentlich dann auch als Marktteilnehmer, der im DAX unterwegs ist, ein Signal, dass du siehst, seitens der US-Märkte gibt es keine Unterstützung. Trotz eigentlich optimaler Vorgaben seitens des Arbeitsmarktes, optimal im Sinne, sie machen einen geldpolitisch lockeren Kurs eben entsprechend wahrscheinlich. So, und da schließt sich jetzt der Kreis. Jetzt gehen wir zurück auf diese Betrachtung hier und sagen, okay, ich habe jetzt eine Position, die ist eine im übertragenen Sinne Long-Position und wirft einen Profit ab in dem Moment, wo wir über 13.000 Punkten eben tatsächlich handeln. Blöd ist jetzt nur, dass dieser Run über die 13, das Halten über die 13, trotz eigentlich guter Vorgaben aus fundamentaler Perspektive nicht auf den Weg gebracht werden. Wir sehen schwache Arbeitsmarktzahlen, die wir offensichtlich aber nicht ausreichen an dieser Stelle, um den Markt in den USA, den S&P oder auch den Nasdaq zu treiben, beziehungsweise den Zins und die Spekulation auf einen weniger restriktiven geldpolitischen Kurs oder auf einen restriktiven geldpolitischen Kurs eben zu minimieren. Und dann denkst du dir, okay, wenn wir jetzt unter der 13 uns halten, diese nicht zurückerobern, dann wird es einfach mal Zeit, dass ich über ein Absichern dieses nach links unten abknickenden Asts nachdenke. Und dieser abknickende Ast, den erreiche ich dadurch, oder das dann am Ausgleichen, das erreiche ich dadurch, dass ich eine Position aufbaue, die dieses grünfarbene Auszahlungsprofil hat. Das ist der Future DAX, den ich shorte. Also das heißt, ich verkaufe den DAX an dieser Stelle. Und ich denke, das in Kombination, weil dann dieser Ast hier, hoppala, ja, wir können es auch so machen, einen Moment, so, dieser Ast dann hier folgerichtig natürlich ausgeglichen wird, so, machen wir das mal, weiß ich nicht, violett, so, wird dieser Ast eben entsprechend jetzt ausgeglichen und somit wirft diese Position keinen Verlust mehr ab, also ich bin dann gehedged, ausgehend von diesem Auszahlungsprofil im Optionsbereich. Jetzt ist allerdings die Sache die, und das kann man ja hier erkennen, das ist ein verhältnismäßig groß ausgeprägter Balken, also der höchste tatsächlich, sicherlich auch begünstigt durch den Umstand, dass es sich um ein psychologisch rundes Level handelt. Auch dadurch ist sicherlich das hohe Open Interest erklärt. Aber unterm Strich bleibt so eine Absicherung, die braucht seine Zeit. Und du kannst nicht sofort einfach sagen, ich habe jetzt, sagen wir mal, 1000 Kontrakte hier in diesem Fall auf die 1000, auf die 13.000er Marke in irgendeiner Form habe ich im Gegenwert von 1000 Kontrakten habe ich das geschrieben, habe ich diese Option geschrieben und jetzt kaufe ich einfach in diesem oder beziehungsweise verkaufe in diesem Umfang den DAX, sondern das muss ich strategisch sinnvoll aufbereiten. Das kann ja durchaus auch sein, dass ich nach einem Aufbauen beispielsweise eines Teils meiner Absicherungsposition plötzlich einen fundamentalen Trigger sehe, der eine Gegenbewegung auf den Weg bringt. Und dann bedeutet das etwas anders formuliert, dass ich in diesem Zusammenhang eben natürlich möglichst wenig wiederum abgesichert haben möchte, weil ich natürlich dann eine entsprechende Gegenbewegung sehe. Also das bedeutet, ich verkaufe nicht auf einen Schlag die gesamte Position, sondern baue diese stückweise auf, diese Absicherung. Und genau dieser saubere Abwärtstrend, der sich infolgedessen eben jetzt hier etabliert hat, gestern in der zweiten Tageshälfte und der sich dann auch heute fortschreibt, ist, glaube ich, davon darf man ausgehen, auf diese Entwicklung eben zurückzuführen. Nichtsdestotrotz, jetzt kommen wir von dieser Überlegung, kommen wir eben dazu, dass wir aber sagen, okay, wir sehen auf der Unterseite, also wir sehen jetzt auch generell einen relativ stark überdehnten Modus, wenn wir uns mal vor Augen führen. Wir haben hier den Top-Out gesehen vor rund zwei Wochen, und zwar am 17.8. Da haben wir auch um 14.000 Punkte gehandelt, sind jetzt in der Zwischenzeit 1.400 Punkte korrigiert, also 10% und das in einem übertragenen Sinne einem Strich. Also das heißt, wir werden in einem Zug gerade 10% verkauft. Das kann man natürlich jetzt auch rechtfertigen. Man kann sich jetzt hinstellen und sagen, es gibt genügend Gründe, auch besonders für deutsche Aktien sehr skeptisch zu sein, vor dem Hintergrund auch der weiteren Spannungen, des Nichtwillens in irgendeiner Form der uns Regierenden beispielsweise, diesem Wahnsinn entgegenzusteuern, der offensichtlich nichts bringenden Sanktionen. Jetzt wird dann die langfristige Perspektive schon bemüht, dann sagt man, naja, aber langfristig ist man unabhängig von russischem Gas an dieser Stelle und so weiter. Das hätte ja auch schon lange auf den Weg gebracht werden können durch die vorigen Reise. Und dann
bla 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 bla. Hört sich alles so ein bisschen an wie der Lockdown jetzt des Jahres 2022. Sind wir ehrlich, genau so wurden uns auch Lockdowns verkauft, dass das der Weg aus der Pandemie angeblich ist. Dann sind es irgendwann Impfungen gewesen und so weiter. Wir dürfen also davon ausgehen, diese Sanktionspolitik, wie auch immer sie dann fortgeschrieben wird, die wird uns noch einige Zeit begleiten. Ich würde mal sagen, mindestens noch ein Jahr, vielleicht sogar eher anderthalb bis zwei. Das wird einhergehen mit einem entsprechenden Deindustrialisierungsprozess, der Gesamtdeutschland betreffen wird, der viel Elend nach sich ziehen wird, der viel Wohlstand vernichten wird, der viele Arbeitsplätze kosten wird, der einige auch Distortions, also oder Verwerfungen auch in vielerlei anderer Bereiche nach sich ziehen wird, ganz besonders im Immobilienbereich. Diejenigen, welchen ganz besonders die Immobilien jetzt vielleicht auch jüngst erst begonnen haben zu finanzieren, junge Menschen, die dann infolge entsprechender Jobverluste zum Beispiel nicht mehr in der Lage sind, das zu stemmen oder die den Job gar nicht verlieren müssen, aber parallel dafür einfach jetzt Energiekosten haben, um das Haus irgendwie warm zu bekommen, was man jetzt bezogen hat und sich da nicht mehr imstande sehen, einfach die Finanzierung zu tragen bzw. die Hypotheken zu stemmen. Ja, unterm Strich bleibt also, dass das ein deutlich ausmachbarer negativer Prozess ist, der sich eher noch weiter beschleunigen sollte an dieser Stelle. Die gewählte Rhetorik nochmal seitens der Politik, auch seitens der Medien, erinnert auch hier bei genauerer Betrachtung sehr, sehr arg an das, was wir vor zwei Jahren im Hinblick auf Lockdowns, wir machen jetzt einen Wellenbrecher und zwei Wochen und dann ist die Welle gebrochen und dann nach einem halben Jahr durften wir dann irgendwann mal wieder uns nach 22 Uhr auf die Straße begeben und dann durften wir auch mal wieder ins Fitnessstudio oder. Also, lange Rede, kurzer Sinn auf jeden Fall. Das, was wir jetzt hier zu sehen bekommen, ist mit Sicherheit etwas, was durchaus solche Abschläge in dieser Größenordnung rechtfertigt, aber kurzfristig mutet dieser Modus dennoch, um es aufs reine Trading-Technische zurückzukommen, sehr stark überdehnt dann auf der Unterseite. Und besonders in Kombination mit dem Umstand, dass das hier die Jahrestiefs sind, um 12.500 Punkte hier. Ich mache das auch mal, damit man es noch ein bisschen deutlicher erkennt. In Rot, so. Nein, ich mache das in Grün. Machen wir es mal aus unterstützungstechnischer Perspektive. So, also diese grünfarbene Linie, die wir hier zu sehen bekommen, ist also eine wichtige Unterstützung, die viele Marktteilnehmer auf dem Schirm haben dürften. Also kurzfristig überdehnt, untere Abwärtstrendkanalbegrenzung, 12.500er Bereich und auch hier Blick auf den Optionsmarkt. Wir erkennen nämlich, da hole ich jetzt nochmal diese Betrachtung hier drauf, also die 13 haben wir abgearbeitet, da mache ich jetzt mal ein X hinter, ja, das war diese Betrachtung, die wir jetzt hier hatten. Jetzt kommen wir auf die 12.5, das ist dieser Bereich. Und wir sehen, da ist nochmal die 12.000 darunter, ein bisschen erhöht, das hat damit zu tun nochmal, das ist ein rundes Level, dreifach Null an dieser Stelle, psychologisch brisant. Viel interessanter scheint aber der Bereich um 500. Zum einen, weil wir charttechnisch wissen, das ist der Bereich Jahrestiefs. Wir wissen auch, okay, auch das ist ein rundes Level, das ist weniger eigentlich nur reine runder Level, sondern dann auch zum Beispiel die 50er oder 500er oder 5000er Level zum Beispiel, das gilt auch im Equities-Bereich, aber wir wollen jetzt nicht zu pathologisch an der Stelle werden. Diese Erhebung hier aus optionstechnischer Perspektive ist nicht zu unterschätzen, denn auch diese Marktteilnehmer, wenn wir diesen Bereich anlaufen, sehen sich natürlich dann gefährdet, diese Position absichern zu müssen, sollte es zu einem Bruch unter die 12.500er Marke kommen. Nach dem gleichen Prinzip wie hier, nur mit dem entscheidenden Unterschied, dass wir dann an dieser Stelle eben nicht von der, ausschneiden, 13.000 sprechen, sondern dass wir dann von der 12.500 sprechen. Und genau da dann ebenfalls ein Absicherungsbedarf stattfinden kann, durch diesen blaufarbenen Balken oder diese blaufarbene Linie, nach dem gleichen Prinzip, um diesen nach links untenen Ast abzusichern. Diese Marktteilnehmer haben aber eben auch eine Möglichkeit und das ist zu erwarten, besonders vor dem Hintergrund dieses stark überdehnten Modus und wenn sich das fundamentale Bild nicht beginnt, in irgendeiner Form einzutrüben, nämlich, dass die sagen, wir geben oder schenken dieses Level in Anführungsstrichen nicht her, wir unterstützen den Markt gegen diese Bereiche, wir kaufen den DAX gegen dieses Level. Eventuell auch, weil es fundamental gerechtfertigt ist. Da spielt nämlich jetzt auch noch die Gesamtkonstellation eine Rolle. Wir blicken gleich noch auf den S&P, aber wir haben zum Beispiel auch aus der Makroperspektive mit den NFPs morgen zum Beispiel haben wir einen potenziellen Trigger. Auch wenn das gestern erstmal kein positives Signal war und es zur Vorsicht mahnt auf jeden Fall, bleibt die Überlegung identisch. Sobald die Non-Farm Payrolls morgen ähnlich enttäuschen, wie das gestern die ADP-Zahlen gemacht haben, ist weiterhin gegeben, die Wahrscheinlichkeit
gegeben, realistisch gegeben, dass wir ein Auspreisen dieser 70% sehen, eine Reduktion dieses Balkens und infolgedessen eben durch dann geldpolitisch lockereren Kurs eine zumindest mal technische Gegenbewegung im Equities-Bereich, im Index-Bereich eben auf den Weg gebracht sehen. Ich sage jetzt ganz bewusst nicht DAX, weil ich das hauptsächlich eigentlich auf den S&P und Nasdaq übertrage, aber da stellt sich die Situation sehr ähnlich dar. Also das bedeutet, wenn ich jetzt alleine aus dieser Perspektive es mir anschaue, möglicher Makro-Trigger mit den NFPs morgen, ich sehe die technische Konstellation, ich sehe diesen überdehnten Modus auf der Unterseite und ich habe den Bereich Optionen, würde ich nicht ausschließen, dass wir gegen diesen Bereich auf der Unterseite einen härteren oder stärkeren Support finden, der dann auch einen schärferen Bounce bis mindestens in Richtung 12.800 Punkte auf den Weg brächte. Das heißt nicht, dass der Modus sich aufhält, aber es heißt zumindest mal, dass nach unten für Short-Engagements hier Berücksichtigung finden sollte, dass wir eine starke Unterstützung gegen die 12.500er Region erwarten sollten. Und dass wir in diesem Bereich bei sich abzeichnenden Stabilisierungsversuchen und einem Bounce, den wir dann in diesem Bereich zu sehen bekommen haben, auch antizyklische Engagements in Betracht ziehen sollten. Also das jetzt nur bezogen auf den DAX. Ich hole aber jetzt mal, also ganz kurz vielleicht aus tradingtechnischer Perspektive, wie würde ich das jetzt aktuell spielen? Aktuell würde ich das gar nicht spielen wollen. Also den Short-Modus, den sehe ich schon zu stark überdehnt an. Dieser Bereich um 12.700, den wir haben nicht zurückerobern können, das war der Short Entry für heute. Wer den nicht bekommen hat, der wird jetzt hier wahrscheinlich aus rein Chance-Risiko-Verhältnis technischer Sicht nicht so attraktive Gegebenheiten vorfinden. Eventuell sagen die Trading-Götter, okay, ihr wart fleißig die letzten Wochen und Monate, ihr habt gut, ihr habt hart gearbeitet, also geben wir euch nochmal einen Test dieser, zack, dieses EMAs hier an der Stelle, aber ein Halten unterhalb der 12.700er Marke und gegen diesen Bereich finden wir vielleicht auch mal eine Möglichkeit, uns Shorts zu positionieren. Solch ein Trade, der sollte dann abgesichert sein mit einem Stop. Ich würde sagen, knapp oberhalb der 700, 720, 730, so ein bisschen abhängig von der vom EMA. Wenn wir jetzt mal rein hypothetisch die 680 nehmen würden und wir hätten einen Stop, sagen wir mal, dann von 40 Punkten auf der 720, dann haben wir ein Risiko von 40 Punkten und gehen auf der Unterseite eben auf diese wichtige und zu erwarten signifikante Unterstützung um 12.500, was uns dann ein CRV liefert von 180 Punkten. Was bedeutet, dass wir ein CRV bekommen an der Stelle von 3,5, 4,5 zu 1, sogar 4,5 zu 1. Also das wäre nochmal eine Möglichkeit, den DAX hier von der Short-Seite zu traden. Aber ich würde auf jeden Fall berücksichtigen wollen, dass wir im Bereich um 12.500 eben eine wichtigere, signifikantere Unterstützung eben tatsächlich finden. Würde mit meinem Stop also gegen diesen Bereich auf jeden Fall aggressiver werden. Gehe nicht davon aus, dass wir einen dynamischen Break tiefer zu erwarten hätten. Und dann gegen diesen Bereich würde ich eventuell für die kommende Woche mal gucken, müssten wir mal abwarten, aber würde ich mir dann vorstellen können, besonders wenn sich das übergeordnete Bild beginnt, so ein wenig aufzuhellen, auch in Erwartung eines Bounces, wie wir es gleich sehen werden im Hinblick auf den S&P, könnte ich mir vorstellen, mich long gegen diesen Bereich zu positionieren und dann Retest erstmal dieser übergeordneten Abwärtstrendkanalbegrenzung und Bereich 12.750, 12.800 ungefähr. Soweit sind wir noch nicht. Also erstmal die Short-Seite. Wir haben realistisch nochmal Potenzial auf der Unterseite. Natürlich kann es auch jetzt anders kommen, nämlich dahingehend, dass wir zwar gegen EMA laufen, aber dann keine tieferen Tiefs markieren, sondern ein höheres Tief und den EMA beginnen zurückzuerobern. Dann wären wir für Short heute auch wahrscheinlich auf der Unterseite fertig und würden auf morgen auf neue Impulse eben tatsächlich warten müssen mit den Non-Farm Payrolls. Ja, aber summa summarum würde ich aktuell eben sagen, das wäre das höchste der Gefühle in Anführungsstrichen nochmal für die Short-Seite. Andernfalls würde ich die Füße stillhalten und würde genau auf die Reaktion gegen die 12.500er Region dann tatsächlich abwarten. Also in Bezug auf den DAX, eine Konstellation, wo viele Checks in our favor sind. Also das heißt, da gibt es viele Gründe davon auszugehen, dass gegen diesen überdehnten Modus und die 12.5 eine entsprechende Gegenbewegung auf den Weg gebracht wird. Jetzt hole ich mal ganz kurz hier den S&P auf den Schirm. Und auch der stellt sich natürlich überdehnt dar. Ich habe jetzt auch keine Optionsbetrachtung. Wir fokussieren jetzt hier an erster Stelle hauptsächlich auf das, was uns der DAX präsentiert. Aber weniger eigentlich dieser Modus hier auf der 5-Minuten-Ebene. Da müssen wir mal gucken. Da wird für heute die 3,29 ein Thema sein, wobei ich da sehr vorsichtig wäre, wie wir es gleich sehen werden, mit Short-Positionen.
Klar könnte man sagen, Bereich 3,29 gestrigen Tagestiefs, wenn wir dann zur Eröffnung unter diesem Bereich verkauft werden, unterhalb uns halten, dann sollten wir zunächst Intraday in die Short-Seite favorisieren. Ich würde das allerdings maximal mit einem Momentum-Scalp spielen wollen. Also sprich, etwas anders formuliert, ich gehe davon aus, wir haben zwar Potenzial, nochmal auf der Unterseite einen kurzen Flush zu sehen oder einen kurzen dynamischen Lauf, aber ich denke, dass wir Chance-Risiko-Verhältnis technisch auf der Short-Seite sehr überdehnt sind und dass wir nicht wirklich erwarten sollten, dass wir einen ähnlichen Verlauf zu sehen bekommen mit solch einem stark Intraday-Trend, wie zum Beispiel wir ihn letzte Woche zu sehen bekommen haben am Freitag. Hier post am Jackson Hole, beziehungsweise dann auch einmal hier am Dienstag, beziehungsweise eigentlich auch gestern dann mit diesem Trend und mit dem Schluss im Bereich der Tagestiefs wir geschlossen haben, sondern dass wir wirklich nur mal einen kurzen Drive auf der Unterseite sehen und dann aber gegen die 3.900er Region Unterstützung finden. Und wie ich darauf komme, auch das würde ich an der Stelle hauptsächlich technisch erstmal fangen. Also wir haben zum einen erstmal diese Trendlinie, die wir hier einzeichnen können, die wir jetzt anlaufen. Und wir sehen, hoppala, schon eine andere. Und wir sehen in Ergänzung dazu hier nochmal die. Und wir sehen in Ergänzung dazu im Bereich um roundabout 3.900. Ja, eigentlich schon. Also ich mache es mal rund 3.900. Man könnte jetzt vielleicht sogar schon die aktuellen Gefilde als mögliche Unterstützung eben sehen. Also das ist eine rein technische Betrachtung. Vor dem Hintergrund, auch hier sind wir von 4.300, 350 Punkte, 320 Punkte sind es. Jetzt 300 Punkte sind es, ziemlich genau, ja. Ungefähr, nee, 400 Punkte, fast 10%. Also nicht ganz 10%, also die relative Schwäche des DAX ist erkennbar. Aber nichtsdestotrotz, also wir haben 8% Abschläge auch hier innerhalb der letzten 2 Wochen zu sehen bekommen. Nahezu in einer geraden Linie, ohne schärferen Bounce oder dergleichen. Und laufen jetzt in eine solche starke Unterstützungsregion. Also sprich anders formuliert, wir skizzieren für den DAX ein Bild, aber jetzt muss natürlich auch das übergeordnete Marktumfeld, also oder das den DAX wesentlich bestimmende Umfeld mitspielen. In dem Fall eben dann der S&P an dieser Stelle. Und das tut er. Das tut er an dieser Stelle nämlich dahingehend, dass wir genau in diese wichtige Unterstützungsregion laufen, in solch einem überdehnten Modus, gegen den wir kurzfristig mindestens eine Reaktion erwarten dürfen. Also sprich einen Bounce. Wo abzuwarten bliebe, führt er uns zurück über 4.000 Punkte. Ich denke, realistisches Potenzial dafür ist gegeben, besonders wenn die Non-Farm-Payrolls enttäuschen und wenn sich früher oder später dann das, was wir schon seit einiger Zeit, was ich, so muss ich es eher sagen, erwarte, stattfindet, nämlich dass es dieses Auspreisen des hinteren Balkens eben zu sehen gibt. Genau das könnte dann einen Bounce nach sich ziehen. Das würde das Bild noch nicht aufhellen. Dafür wäre erst meinerseits erforderlich, dass wir die 4.100 zurückerobern würden. Aber wenn ich das alles zusammennehme, also die 12.500er Region, den überdehnten Modus, die Absicherung, die potenziell dazu beigetragen hat, dass der DAX in Richtung der 13.000er Region sich abdrehend präsentiert hat und dynamisch und sauberen Abwärtsdruck, Abwärtsdynamik aufgebaut hat. Wenn wir dann dieses Bild sehen, dass im Bereich um 12,5 die Jahrestiefs ins Spiel kommen und wenn ich dann noch den darüber hinausgehend ganz wesentlich und nicht zu ignorierenden S&P eben betrachte und hier sehe, dass wir auch da eine wichtige Unterstützungsregion anlaufen in einem überdehnten Marktumfeld, dann komme ich summa summarum eigentlich, ich glaube, legitim hier zu einer Einschätzung, wonach ich sagen kann, ein Bounce, ein zeitnaher Bounce, der scheint durchaus im Bereich des Möglichen zu sein. Also sprich, Short-Engagements werden chance-risiko-verhältnistechnisch unattraktiver, beziehungsweise Long-Plays bekommen in einem, wenn auch bärischen Marktumfeld, aber zunehmend eine Chance, antizyklisch sich als günstig tatsächlich zu präsentieren und entsprechend eben eine schärfere Gegenbewegung auf den Weg zu bringen, wie im Falle des S&Ps mit der 4.000er-Marke eben auch den DAX dann bouncen lassen könnten und zumindest mal, selbst wenn es nicht reicht, die 13 zurückzuerobern, aber zumindest mal uns zurückzuführen in Gefilde bis 12.800, 12.850 ungefähr. So, das also die Einschätzung zum DAX, zum S&P an dieser Stelle. Dann wollen wir uns den Einzeltiteln tatsächlich widmen und in dem Zusammenhang einen Blick werfen, eben ganz besonders auf Nvidia und die Aktie von Nvidia. Den mache ich mal ganz kurz auf den Chart. Moment, den haben wir hier. Den haben wir hier und den haben wir hier. Bis hierhin sieht schon angeschlagen aus, ja, aber es ist jetzt noch nicht dramatisch tatsächlich. Dramatisch wurde es dann gestern nachbörslich.
Also wir sehen kontinuierlicher, sauberer Abwärtsdruck, der sich aufgebaut hat, besonders post der Äußerungen von Jay Powell in Jackson Hole. Wir hatten letzte Woche ja, das muss ich ganz kurz schauen, ich glaube 2 Tage vorher, ne? Das glaube am Mittwoch war das, hier ein Earnings Release, deswegen so ein bisschen kritisch, weil es keinen wirklichen scharfen Bounce gab. Wir haben dann die 179, 180er Region angelaufen. Ich erinnere mich auch dran, ich habe eine Frage, aber ich habe die, glaube ich, nicht beantwortet in der Discord-Community, und zwar in Bezug auf Nvidia, wie meine Einschätzung ist. Ich glaube, sie kam auch post der Earnings am 25., also in diesem Bereich. Ist jetzt rein spekulativ, aber ich vermute mal, die 180, eine Rückeroberung, hätte ich in dem Zusammenhang wahrscheinlich zum Thema gemacht. Und wenn wir das nicht schaffen, wie wir es dann ja zu sehen bekommen haben, ich glaube, dann wäre ich eher vorsichtig geworden. Ist natürlich nochmal, also lässt sich jetzt leicht sagen, weil ich den Kursverlauf hier tatsächlich sehe. Aber ich vermute, ausgehend so, wie ich die Aktie eingeschätzt habe, wie gesagt, die Earnings, die waren relativ, die waren schwach, wenn sie so reingekommen wären. Die hätten mit Sicherheit ein scharfes Gap-Down nach sich gezogen, aber wir haben schon eine entsprechende Downward Revision, der Guidance, also der des Ausblicks für die kommenden Quartale erwartet. Deswegen war das eine relativ niedrige Barriere, die es da zu überspringen galt. Nichtsdestotrotz, also nachdem wir unter dann diese Earnings-Tiefs gerutscht sind und ganz besonders unter die 169 gefallen sind, das war schon bereits am vergangenen Freitag der Fall, da galt es definitiv vorsichtig zu werden. Und auch deswegen, weil wir es hier sehen im übergeordneten Bild, das korrespondierte eben auch mit einer wichtigen Unterstützungsregion um ungefähr 166, 165, so in diesem Bereich. So, und dann haben wir den Break tiefer, den Tages- oder beziehungsweise auch Wochenschluss post Post-Powell, so nenne ich ihn jetzt mal, Post-Powell in Jackson Hole zu sehen bekommen. Und als dann hier der Bounce ausblieb und wir uns unterhalb von 160 gehalten haben, war Nvidia eher auch ein Short-Kandidat. Ja, und gestern eben nachbörslich dann die Meldung, die hier diesen Bereich jetzt um roundabout 140 in den Mittelpunkt des Geschehens rückt und auch Abschläge darunter denkbar werden lässt. Und zwar Nvidia Stocks Falls After US Government Restricts Chip Sale to China. Also, ich hatte das gerade eben schon gesagt, wir wollen es jetzt auch nicht zu kryptisch werden lassen tatsächlich, aber es gibt hier Chips von Nvidia, also ganz kurz, ich gehe davon aus, ich brauche Nvidia eigentlich gar nicht näher einführen, wer das ist, denn jeder, der auf seinem Laptop jetzt nach unten schaut, ich zum Beispiel hier auf meinem, sehe sofort GeForce GTX und da kann man es auch sehen, führend im KI Computing, künstliche Intelligenz an dieser Stelle, Grafikprozessoren, Hersteller, künstliche Intelligenz, also Big Player, also einer innerhalb des Fangman-Kartells, der da eine ganz wesentliche Rolle spielt. Und Nvidia hat im letzten Jahr schon, 2020, ich weiß es gar nicht, hatten die hier einen neuen Chip auf den Weg gebracht, der mit A100 beziehungsweise H100 bezeichnet wird. Und da steht's, which are Graphics Processing Units, also sogenannte GPUs, wenn man auf GPU trifft, dann heißt das Graphic Processing Units, die man an Unternehmen tatsächlich verkauft. Und dafür bedarf es eben entsprechender Lizenzen natürlich. Und jetzt gibt es eben die Ankündigung seitens der US-Regierung, diesen Handel, dieses Business, was Nvidia hier mit chinesischen Unternehmen eben betreibt, deutlich einzugrenzen, beziehungsweise sogar auszusetzen mit diesen Produkten, weil sie eben den Bereich Sicherheit betreffen. Also so zumindest wird es argumentiert hier an dieser Stelle. Ist ein Grafikprozessor bzw. eine Grafikchip, der an dieser Stelle eben ganz wesentlich den Bereich künstliche Intelligenz wohl betrifft. Und genau in diesem Zusammenhang war es jetzt so, nachdem wir schon die Lowered Guidance zu sehen bekommen haben und die jetzt im Zusammenhang mit den letzten wöchigen Earnings eine Rolle gespielt haben, dass wir hier in dem Zusammenhang erneut sehen, dass die potenziellen Verkäufe in diesem Zusammenhang, die da betroffen sind, Nvidia nochmal 400 Millionen tatsächlich kosten könnten, was eben entsprechend den Revenue nochmal reduzieren würde. Hier aktuell erwartet, man kann sagen, Forecasting Revenue war 5,9 Milliarden, genau, also nochmal roundabout 8 bis vielleicht 10%, je nachdem, also wie man die Einschätzung hier tatsächlich gibt. Unterm Strich bleibt auf jeden Fall eine tief bearische News für Nvidia, die Aktie auch tatsächlich in den Mittelpunkt vieler Marktteilnehmer rückt. Also wenn wir uns den Pre-Market-Screener hier anschauen, das ist nicht nur eine News, sondern das ist eine News, die wirklich
den Markt durchschüttelt. Wenn man sich hier Nvidia anschaut, unter den Laggards aktuell minus 5%. Wir halten uns noch oberhalb von 140, ja, aber bereits jetzt schon fast mit 280.000 gehandelter Stücke. Ist eine Nvidia, deswegen, wir wollen es jetzt nicht überbewerten. NVDA an der Stelle, wir können mal kurz einen Blick drauf werfen, dann haben wir hier auch einen Blick auf die Intraday Fundamentals, da gehen im Schnitt am Tag 52 Millionen Stücke rum. Also da sind wir noch mit den knapp 300.000 Stücken, sind wir summa summarum jetzt noch nicht spektakulärstens unterwegs, aber es ist zumindest mal etwas, was zeigt, es versetzt die Marktteilnehmer jetzt schon bereits in der Vorbörse, besonders auch den institutionellen Bereich offensichtlich in Aufruhr. Es ist davon auszugehen, dass die Aktie auch heute im Mittelpunkt des Geschehens bleibt und sich vieles daran orientieren wird, wie sich dann das übergeordnete Marktumfeld präsentiert. Ich habe gerade eben gesagt, wir haben zwar Potenzial für einen Flush auf der Unterseite und dann einen Bounce, aber ich kann mich natürlich auch irren. Es kann durchaus sein, dass wir den Break im S&P unter die 3900er Marke zu sehen bekommen. Ganz kurz hier nochmal zurück. Dass wir also diese Trendlinie, die wir hier gerade eingezeichnet haben, dass wir diese entsprechend eben brechen und dass weitere Abschläge dann denkbar werden, die uns sogar in Richtung 3800, 3770 Punkte führen könnten. Das ist übrigens auch eine Option in dem Moment, wenn die NFPs zum Beispiel jetzt erwartet werden, nach den AIP-Zahlen schwächer als erwartet reingekommen, wenn die NFPs ebenfalls schwächer erwartet werden und dann plötzlich positiv überraschen. Und diese Spekulation hier sich weiter auf hohem Niveau eben hält. Aktuell kommt ein Bias in den Markt, der durchaus Sorgenfalten, so kann man es vielleicht sagen, beinhaltet. Also das bedeutet etwas anders formuliert, der Bias wird wieder etwas panischer, deutlich ängstlicher. Das erkennt man auch beispielsweise am VIX, am Volatilitätsindex auf den S&P 500, der wieder deutlich sich oberhalb von 25 Punkten eben hier halten kann. Und dann ist Nvidia ausgehend von dieser charttechnischen Signifikanz, diesen fundamentalen schwachen Zahlen, es ist jetzt, ich würde nicht so weit gehen und sagen, es ist ein fundamentaler Gamechanger, aber es ist zumindest mal etwas, was nicht unterschätzt werden sollte. Und was eben dann mit entsprechenden Abgabedruck quittiert werden könnte, besonders wenn wir unter eben diese Gefilde hier um roundabout 140, 142 eben rutschen würden. Ich guck mal ganz kurz, hole mal zusammen den Chart, dann haben wir noch eine etwas bessere Betrachtung. So. Also diese Region hier, 141, das wird der Schlüsselbereich sein. Und ja, die Frage, die sich jetzt natürlich stellt, ist, wie würde man das spielen? Also wie würde man hier entsprechend einen Trade absetzen? Aktuell, gehen wir ganz kurz hier übrigens zurück, einen Moment. Aktuell hängt natürlich jetzt erstmal vieles davon ab, wie wir uns in der Vorbörse präsentieren. Ich hole mal ganz kurz hier die Vorbörse drauf. Ich habe den Chart noch nicht angepasst, also das folgt dann noch in den folgenden Stunden, wenn ich hier die US-Markt vorbereite. Ich hole die Linie aber mal ganz kurz hier rein. Also das ist die Region 141, Region Jahrestiefs, ja. So. Und jetzt ist es so, ein Play würde ich dahingehend aufsetzen, dass ich sagen würde, zwei Szenarien. Erstes Szenario ist vielleicht ein kurzer Pop zur Eröffnung, infolge des übergeordneten Umfeldes, kurzer Pop zur Eröffnung, aber wir rutschen dann wieder rollen über und fallen unter den, Eröffnungspreis, querstrich den volumengewichteten Durchschnittspreis. Das ist natürlich ein bisschen vor dem Hintergrund der Wohler hier an der Stelle, des Volumens, was im Durchschnitt läuft, natürlich nicht ganz so aussagekräftig. Aber ich würde sagen, auch das ist eine Orientierung, mit der ich hier arbeiten würde. Ich kann das gleich mal kurz zeigen. Ich habe gestern, wenn auch ganz klein, und es ist auch nicht super ins Laufen gekommen, aber in Chewy was gemacht, ausgehend vom volumengewichteten Durchschnittspreis und wie ich den MTR ranziehe. Aber Eröffnung oder volumengewichteter Durchschnittspreis. Kurzer Pop und dann Fall unter diesen würde ich riskieren gegen die Intraday-Hochs, die sich ausbilden. Vielleicht sollte ich nicht reden, sondern ich sollte das lieber mal zeichnen. Dann hat man damit auch mal was Visuelles. Also, wir nehmen einen roten Stift. So, wir sehen einen Pop zur Eröffnung. Sagen wir mal, der Eröffnungskurs, der sei hier in dem Bereich um 143,50 oder irgendwie sowas. Ja, das sei der Eröffnungskurs. Wir sehen Volumen reinkommen. Wir sehen dann folglich auch den volumengewichteten Durchschnittspreis, der wird in ähnliche Gefilde laufen, nicht 1 zu 1, aber wahrscheinlich irgendwie so sich in diesem Bereich bewegen. Und dann ist es so, dass wir nach diesem kurzen Pop überrollen und unter den Rebop und unter den Eröffnungskurs, also ich nenne das mal hier OP für Opening, ja,
dass wir unter diesen rutschen. Dann würde ich eben einen solchen Drop entsprechend shorten. Also sagen wir mal, Entry würde 143,50, da würde ich meinen Sell-Stop drauflegen. Und Stop der ganzen Angelegenheit wäre das Hoch, das sich bis dahin Intraday ausgebildet hat. Das wäre, sagen wir mal, in dem Fall zum Beispiel 145. Ich schmeiße jetzt einfach Zahlen rein. Also die sind natürlich dann entsprechend anzupassen, ausgehend von der jeweiligen Price-Action. Und würde dann bei solch einem Trade darauf gehen, dass ich sage, ich erwarte jetzt hier einen Lauf, mindestens einen Test in Richtung der Tiefs um 140, also 100 bzw. 141 ist es an dieser Stelle. Das wäre das erste anzuvisierende Ziel. Und jetzt wird es interessant. Und zwar, jetzt stellt sich so ein bisschen die Frage, und ich muss sagen, das Gesamtumfeld in Verbindung mit der News rechtfertigt schon einen Trade, der nicht nur auf die reine Eröffnungsphase ausgerichtet ist, sondern vielleicht auch für mehr ausgelegt ist. Und bedeutet etwas anders formuliert, wenn die Wolken sich verdunkeln für Nvidia aus dieser Perspektive und jetzt Abgabedruck aufkommt, wir sollten uns vor Augen führen, Nvidia ist nochmal ein Big Tech Name, das ist 400 Milliarden Marktkapitalisierung, die haben eine Institutional Ownership hier von über 65%. Wenn Institutionelle jetzt infolge dieser News sagen, also bei allem, bei aller Liebe, bei allem prosperierenden Ausblick, und ich bin ein großer Nvidia-Fan, also ohne jetzt mich intensiv mit den Fundamentals auseinandergesetzt zu haben, aber ich glaube, die Aktie, die wird uns noch viele, viele Jahre weiter in Anführungsstrichen verfolgen, besonders im Bereich künstliche Intelligenz und deren Vorreiterstellung, die wir dort in diesem Bereich haben. Vielleicht sicherlich ein bisschen heiß gelaufen, ganz besonders im letzten Jahr, aber summa summarum, also ganz besonders hier mit diesem fast vertikalen Kursanstieg dort auf über $300 die Aktie. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, ich glaube, das sind schon Gefilde, auch längerfristig, maximal noch bis 120 auf der Unterseite, die ich glaube chance-risiko-verhältnistechnisch mega attraktiv sind für längerfristige Engagements in einem solchen Leader im Bereich KI, also künstliche Intelligenz. Aber nochmal, du kannst diesen Ausblick und diese Einschätzung haben. Nichtsdestotrotz ist jetzt vielleicht diese News rund um China so ein erstes Indiz, wo du sagst, also ganz ehrlich, das sieht eher danach aus, als wenn sich die Fronten besonders zwischen den USA und China weiter verhärten, auch im Hinblick beispielsweise auf die Entwicklung rund um Taiwan. Da gibt es jetzt auch zunehmend wohl, nennen wir sie mal, Andeutungen zu militärischen Zwischenfällen, das Risiko steigt und es könnte da durchaus früher oder später zu einer Eskalation tatsächlich kommen, die dann auch wesentlich sich auf die Handelsbeziehungen zwischen den USA und China auswirken, die offensichtlich auch dann Big Tech Names wie beispielsweise Nvidia betreffen. Das heißt also, hier ist durchaus denkbar, dass man vielleicht seitens des institutionellen Handels dann sagt, ich stoße erstmal meine Position ab oder reduziere die deutlich, was zu Abgabedruck führen kann, besonders wenn wir jetzt neue Jahrestiefs eben entsprechend markieren. Und genau das sorgt dann dafür, im Gesamtkontext, dass ich sage, ich würde ein solches Play dahingehend aufsetzen, dass ich sagte, der Move vom Fall unter den Eröffnungskurs bzw. dem Fall unter den Rewop, den würde ich als sogenannten Momentum-Scalp spielen in Richtung der 141. Das heißt also aggressiv mit dem Stop hinter dem Markt laufen, würde allerdings dann hier in diesem Bereich um 141, vielleicht ein kleines Überschießen an der Stelle, maximal 50% rausnehmen aus der Position, die anderen 50% halten und dann mir die Frage stellen oder beziehungsweise beobachten, was passiert jetzt, wenn wir unter die 141 rutschen. Ich werde dann, oder eine Position unterhalb der 141 nehme ich raus über den beispielsweise EMA 9 auf Minutenbasis. Und würde dann aber erkennen, dass wir es nicht schaffen, über die 141 zurückzulaufen. Also hier drunter aus bottomen oder toppen gegen den Bereich, so das besser formuliert, dann würde ich mir überlegen, ob ich hier diese rausgenommene Position um 50%, also sagen wir mal, wir machen das mit 100 Aktien, dann nehme ich 50 Aktien hier in diesem Bereich raus, diese 50 wieder short hinzunehme und dann darauf spekuliere, dass wir einen weiteren Trend zu sehen bekommen, der einen Schluss im Bereich der Tagestiefs nach sich zieht. Also ein Intraday-Swing-Low. Wie gesagt, es ist auch in gewisser Form Market-Play in irgendeiner Weise, was wiederum bedeutet, wenn ich das übergeordnete Bild eher bouncen sehe, dann gehe ich auch davon aus, dass eine Nvidia in der Lage ist zu bouncen. Das heißt also, ich würde die jetzt nicht gerne über mehrere Tage halten, solch eine Position, sondern würde das wirklich als Intraday-Swing aufsetzen und würde dann den weiteren Trade, je nachdem managen, wahrscheinlich über einen EMA 21 vielleicht, könnte man sich überlegen, über den volumengewichteten Durchschnittspreis, das ist dann so ein bisschen abhängig von den übergeordneten Bedingungen, aber dass ich zumindest mal ausgehend von solch einer Markteröffnung oder solch einer Erwartung entsprechenden Play aufsetzen würde. Also nochmal, kurzer Pop zur Eröffnung, dann überrollen, Fall unter die Eröffnung, Fall unter Rewop, das wäre unser Einstieg, riskieren gegen die Tageshochs,
Erster Teil, erste Hälfte des Trades würde ich als Momentum-Scalp managen. Ziel, Bruch der vorbörslichen Tiefs, die um 141 ungefähr liegen, neue Jahrestiefs. Eventuell ein kurzer Flashout, der dann einen schärferen Bounce sieht, weil wir eben auf neue Jahrestiefs fallen und dann infolgedessen einige Stops vielleicht getriggert werden oder auch Sell-Stops getriggert werden und so weiter. Würde dann den Trade rausnehmen, sehe ich dann, dass wir nicht in der Lage sind, die 141 zurückzuerobern, uns unterhalb konsolidieren zeigen, auch unterhalb von WeWop zeigen, würde ich aus solch einer Konsolidierung gegen den sich jeweils ausmachenden Top-Bereich mich nochmal short positionieren mit den dann nochmal hinzugenommenen 50%, die ich hier in dem ersten Momentum-Move rausgenommen habe und würde dann für diese Position auf einen Intraday Swing gehen, wo ich davon ausginge, dass wir das Potenzial hätten, im Bereich der Tagestiefs zu schließen. Also das heißt, so würde ich aktuell hier in Nvidia würde ich eine Position ausgehend von dieser News eben hier eingehen wollen. Was ihr auch gerade schon vielleicht gesehen habt, war, dass die Aktie, die ich vorher auf dem Schirm hatte, aber da müssen wir mal abwarten, gefällt mir jetzt ehrlich gesagt nicht, weil hier habe ich einen wirklichen Driver. Hier habe ich eine wirklich stark fundamentale News im Falle von Snap. Ist das so ein bisschen, naja. Snap habe ich gestern zufälligerweise zu sehen, oder ist mir in die Watchlist reingelaufen, in den Abend hinein, als ich gesehen habe, dass da fast absurd hohe 200 Millionen Stücke gehandelt worden sind. Also nicht, dass die Aktie nicht auch intraday normalerweise aktiv gehandelt wird. Da gehen ungefähr 50 Millionen Stücke um, ein bisschen mehr. 53 Millionen pro Tag im Schnitt, aber nichtsdestotrotz, wenn du dann fast 200 Millionen Stücke gehandelt siehst, dann stellst du dir schon die Frage, was ist denn da gewesen, also wie kommt das zustande, ganz zu schweigen mal davon, dass wir ja gestern den Markt, also in Spider oder auch die Qs gesehen haben, wieder mit Abschlägen größer, minus 0,5% für den Tag und sehen dann hier in Snap ein Plus von fast 9%, also eine relative Stärke auch zum Gesamtmarkt bei solch einem hohen Volumen. Was ist da passiert? Ich hatte die News schon auf dem Schirm, aber die Aktie war für mich jetzt deswegen nicht sonderlich interessant, ehrlich gesagt. Und zwar haben die verkündet, dass es einen Layoff gibt, die im Plan 20% ihrer Mitarbeiter zu entlassen, infolge der Umstrukturierung, so nenne ich sie mal. Also Snap war jetzt kein großer Kandidat, irgendwie fundamental, der besonders einen prosperierenden Wachstumsausblick irgendwie hatte, schon zu Beginn des Jahres mit Facebook damals, ähnliches Geschäftsmodell, also Snapchat und Co., Social Media, Advertising, bliblablub, hatte da schon massive Abschläge gesehen, überraschte dann mit einem relativ soliden Earnings Release, also hat hier eine mega Volatilität gesehen, erstmal hier Facebook related den Abverkauf. Und dann allerdings über 60% am darauffolgenden Tag Bounce, weil die Earnings einigermaßen passabel waren. Aber man hat kein weiteres Momentum aufnehmen können und hat dann hier sehr, sehr enttäuscht, auch mit der entsprechenden Guidance. Und zwar das erstmal im Mai, damals mit den Earnings für das erste Quartal und dann hier noch einmal im Juli mit den Earnings für das zweite Quartal. Scharfes Gap Down und jetzt kommt eben diese News im Hinblick auf eben Layoffs und dass man plant, die operativen Schwierigkeiten, die Headwinds, die man dort eben hat, in den Griff zu bekommen. Das ist jetzt zunächst mal positiv aufgefasst worden. Mal gucken, ob Snap dann aus dieser Perspektive wirklich als Aktie so interessant ist. Also ganz kurzfristig als Trading-Vehikel sicherlich, weniger als Investment in irgendeiner Form. Da muss ich ganz ehrlich gestehen, die würde ich wahrscheinlich noch nicht mal als Beimischung in Betracht ziehen, ehrlich gesagt. Also wenn, dann würde ich vielleicht Meta, also Facebook vielleicht als Beimischung nehmen, wobei ich auch sagen muss, auch das Geschäftsmodell ist mir aktuell wahrscheinlich etwas tot, in Anführungsstrichen, beziehungsweise glaube ich nicht dran, dass das so vielversprechend eben wirklich ist. Also ein bisschen suboptimal. Also ungefähr der Bereich um 13, Pi mal Daumen. Dieses Earnings Gap, das wäre so ein Ziel, sollte es gelingen. Also wir sehen jetzt gerade in der Vorbörse, guck mal ganz kurz, wird die Snap hier überhaupt schon gespielt? Taucht die überhaupt auf? Nee. Moment, dann gucken wir mal kurz hier drauf. Müssen wir mal schauen. Also die gestrigen Tageshochs, die willst du rausgenommen sehen, die laufen ungefähr um 11,50 Pi mal Daumen. Das ist hier ungefähr auszumachen, der Bereich. Eventuell oberhalb dieser Konsolidierung, Break über die 11, könnte ganz interessant sein, vorausgesetzt, wir sind in der Lage, uns oberhalb von 10,50 zu halten. Dann könnte das ein Play sein, welches ganz interessant sein könnte, mit, wie gesagt, erstem Ziel um 13 Dollar, darüber vielleicht ein teilweiser Gap Close, vielleicht ein Lauf zurück in Richtung 16 in den kommenden Wochen, aber da muss das übergeordnete Marktumfeld auch mitspielen. Also, wie gesagt, aktuell, die Aktivität ist erstaunlich auf solch eine News, aber es ist jetzt nicht so interessant, auch fundamental nicht so interessant, finde ich, wie beispielsweise das Play, was ich gerade in Nvidia skizziert habe, auf jeden Fall. Deswegen, also das nochmal so ein Geheimtipp am Rande, aber keiner, den ich jetzt außergewöhnlich spektakulär erachte. Da gefällt mir die technische Konstellation einfach auch in der Nvidia wesentlich, wesentlich besser. So, ja, das also noch zu das also zu den Einzeltiteln. Dann wollen wir einen Blick werfen an dieser Stelle mal auf die Devisen.
Die haben sich jetzt unwesentlich verändert, die Konstellation. Also zumindest mal im Hinblick auf den Euro zum US-Dollar hat sie sich unwesentlich verändert. Ich schaue mal ganz kurz übrigens in die Chatbox einen Moment. Also hier ist das Bild identisch zu gestern. Einen Augenblick, guck mal kurz hier. Ja, das können wir gleich machen. Erstmal hallo an Andreas aus Berlin. An Michael, ob ich auch einen Blick auf den Dollar, kanadischen Dollar werfen kann. Können wir gleich definitiv machen. Können wir deswegen auch machen, weil wir haben den Euro-US-Dollar im Grunde genommen schon abgefrühstückt, dadurch, dass ich ihn nur drauf geholt habe. Wir sehen, es hat sich nichts geändert. Das ist nicht wirklich spektakulär. Wesentlich interessanter, denke ich, ist das, was wir gerade im Dollar-Yen zu sehen bekommen. Das Bild bleibt identisch zu dem von gestern. Wir hangeln uns ran, marginal höhere Hochs, die wir jetzt hier ausbilden. Und jetzt wird es interessant, weil wir auf dieses fundamentale potenzielle Trigger-Event, wir sehen auch hier, das hatten wir gestern schon zum Thema gemacht, glaube ich. Nee, heute Nacht, schaut mal. Das ist der Move tatsächlich sogar in Richtung 140 heute Nacht, der auf den Weg gebracht worden ist. Das fällt hier gar nicht so sehr auf, weil das so ein starker Move gewesen ist. Aber genau dieser Break höher, der hat stattgefunden. Ich hatte ihn gestern zum Thema gemacht, hier mit den höheren Tiefs. Deswegen jetzt, glaube ich, interessant, weil wir haben jetzt mit der 139 haben wir einen ganz interessanten Bereich. Also wir haben gestern dieses mögliche Breakout-Szenario, die höheren Tiefs und dergleichen zum Thema gemacht. Wer diesen direkten Break jetzt nicht getradet hat, vielleicht auch, weil er sagt, ich will jetzt erstmal die Non-Farm Payrolls abwarten, der hat tatsächlich eine ähnliche Konstellation wie gestern, nur dass wir aus der anderen Perspektive oder aus der anderen Richtung kommen, in Anführungsstrichen, nämlich von oben. Jetzt wird sich zeigen müssen, ob wir in der Lage sind, hier diese Ausbruchregion, also die 139, zu halten. Schauen wir mal, wie gesagt, es ist ein bisschen suboptimal, dass das vor den Non-Farm Payrolls stattgefunden hat jetzt, aber nichtsdestotrotz. Nichtsdestotrotz dennoch potenzieller Kandidat von der Long-Seite, weil es auch eine relative Stärke ist, die du ausmachen kannst, wenn wir uns die ADP-Zahlen anschauen. Also eigentlich erwartest du nochmal einen Zinsrücksetzer auf schwache ADP-Zahlen. Dass der nicht stattfindet, ist nicht optimal für Equities, ganz im Gegenteil, das sehen wir ja auch durch die Abschläge. Aber es ist eben auch eigentlich etwas, was den Dollar-Yen gegen diese 139 Regionen abprallen lässt und dass wir das nicht zu sehen bekommen. Gestern nicht in irgendwelcher größeren Härte. Also man kann hier erkennen, dieser kleine Spike auf der Unterseite, der ist relativ zügig zurückgekauft worden. Das waren mal eben 20, 25, 30 Pips vielleicht, die wir hier geflasht sind und haben dann aber eine Stabilisierung gefunden gegen die 138,40 und drehten wieder auf in Richtung der 139. Also das ist eine Reaktion, die ist nicht schwach, ganz im Gegenteil. Bereitet solch einen Breakout eben dann hier auf der Oberseite vor. Und was wir jetzt eben sehen wollen, ist, sind wir in der Lage, diese Ausbruchregion einfach zu halten. Also um 139 Pi mal Daumen. Heute Nachmittag noch 16 Uhr die ISM-Zahlen. Schauen wir mal, wie die veröffentlicht werden. Sind wir auf jeden Fall in der Lage, die 139 zu halten? Wäre ich vielleicht sogar geneigt zu sagen, ich versuche es mal mit einer kleinen Position in die Non-Farm Payrolls als ersten Filer. Stop würde ich unterhalb der 139 halten. Also sprich, ich würde mich long positionieren in 139, die Non-Farm Payrolls abwarten morgen. Kommen die dann besser als erwartet rein, überraschenderweise nach den ADP-Zahlen, erwarte ich sowieso einen Push auf und in Richtung und über 140. Sehen wir einen Flush auf der Unterseite und halten dann unterhalb der Ausbruchregion, habe ich dann in dem Moment eben, nämlich den Fehler-Trade eben tatsächlich raus. So würde ich das eben tatsächlich handhaben wollen. Harren wir noch, bevor wir ein Buy-Limit gegen diesen Bereich reinlegen, harren wir vielleicht noch so ein bisschen der Dinge, die da kommen. Mit 16 Uhr heute ISM-Manufacturing-Zahlen, wenn die solide reinkommen oder beziehungsweise nicht für Verwerfung im Zinsbereich durchschlagend dann auf den Dollar-Yen eben sorgen, haben wir gegen die 139 einen interessanten Long-Feeler-Bereich und dann würden wir einfach einen spekulativen Trade in Richtung oder in die Non-Farm Payrolls morgen nehmen und einfach schauen, wie diese veröffentlicht werden. Also so würde ich Dollar-Yen aktuell eben spielen wollen an der Stelle mit Fokus eben auf die 139. Und dann werfen wir noch einen Blick hier einmal auf den Dollar-Cut. Den holen wir hier mal kurz rauf. Positiv korreliert bekanntlich zum VIX. Sieht auch irgendwie potenziell prädestiniert aus für einen Break auf der Oberseite. Guck mal ganz kurz hier, das ist die 5-Minuten-Betrachtung. Hier gucken wir uns mal die Stunde an. Und hier gucken wir uns die 4-Stunden-Basis an, wie Michael schrieb. So.
Ist natürlich kurzfristig stark überdehnt. Ist ein sauberer Aufwärtstrend, also seit ja, nunmehr eigentlich 3 Wochen, so Pi mal Daumen. Laufen jetzt in eine härtere Widerstandsregion. Ich glaube, ein kurzer Bounce ist durchaus denkbar, bis in Richtung so Gefilde 130, 130, 130, 50, 130, 70 vielleicht. Also ein Retest der ehemaligen Hochs, wo sich dann zeigen müsste, ob wir in der Lage sind, diesen Bereich zu halten. Wenn wir in der Lage sind, den zu halten, den Bereich so um 130, 50, also entspricht auch ungefähr hier übrigens dieser Hochs, dieses Bereichs. Ist die 1,30er Region vielleicht ein Stück weit höher, so diese Region, Pi mal Daumen, ja, so 1,30, 50. Wenn wir in der Lage sind, diesen Bereich zu halten auf der Oberseite, nicht darunter laufen, dann ist das vielleicht das Sprungbrett für eine Attacke auf der Oberseite. Wie gesagt, kurzfristig wäre ich ein bisschen vorsichtig. Also ich würde ungerne jetzt die Long-Position schon aufsetzen, einfach deswegen, weil wir nach oben schon verhältnismäßig stark überdehnt eben tatsächlich hier präsentieren. Also das bedeutet, etwas anders formuliert, da wäre ich noch zurückhaltend, aber ein Bounce mit Halten oberhalb von 1,30 in Verbindung mit Non-Farm Payrolls oder auch soliden ASM-Manufacturing-Zahlen, die wir heute zu sehen bekommen, könnte interessant werden für die Long-Seite tatsächlich, denke ich. Ich glaube, auch Kanada hat übrigens morgen Arbeitsmarktzahlen. Ich müsste jetzt mal ganz kurz schauen. Einen Augenblick. Aber ich glaube, auch die veröffentlichen morgen schon bereits den Arbeitsmarkt. Der hat sich jetzt wieder irgendwie aufgehakt. Ich hoffe, dass er nochmal kurz zurückkommt, weil wir wollen nämlich auch noch einen Blick werfen auf. Gold. So. Jetzt gucke ich mal kurz, einen Moment. Nee, ich glaube, Kanada ist erst nächste Woche. Kanada ist erst nächste Woche dran. Ich sehe gerade hier Labor Productivity, aber. Moment, guck noch mal kurz. Tuesday, Thursday, Friday. Ja. Kanada kommt erst nächste Woche mit dem Arbeitsmarkt. Also wahrscheinlich Besonderheit deswegen, weil wir jetzt den ersten Freitag haben des Monats und infolgedessen, also erster Freitag des Monats, aber noch keinen Mittwoch vorher zu sehen bekommen haben. Ich dachte immer, das wäre so eine Daumenregel für die Non-Farm Payrolls in den USA, aber das scheint eher ein zu sein für Kanada. Also jetzt auch jetzt ein Beispiel als Beispiel. Also auf jeden Fall morgen NFPs USA, nächste Woche NFPs aus Kanada. Sonst hätte das nochmal ein stärkeres Wohler-Event eben tatsächlich werden können. Und ja, also im Hinblick, wie gesagt, Dollar Cut 1,30, 1,30, 50, wenn wir in der Lage sind, die zu halten. Sieht ein bisschen extensiert auf der Oberseite aus. Halten wir aber die 100, die 1,30 ist ein Run über in Richtung und über 1,32 denkbar, der vielleicht sogar dann den Weg ebnen könnte Richtung 1,34, 1,35 ungefähr. Ja, ich hoffe, dass das die Frage von Michael im Hinblick auf den Dollar-Cut beantwortet. Und so, dann final wollen wir einen Blick uns gönnen auf die Rohstoffe. Ich habe gestern auch nochmal gesehen, kurz bevor, oder beziehungsweise kurz nachdem ich das Morning-Meeting beendet hatte, dass nochmal eine Frage von Evo kam zu WTI. Da können wir heute auch nochmal einen Blick drauf werfen. Aber bevor wir uns WTI widmen, will ich erstmal einen Blick hier einmal auf Gold werfen. Und in dem Zusammenhang, sagen wir mal so, es ist ja nicht wirklich überraschend, ehrlich gesagt, oder für uns jetzt eine herausstellenswerte Neuigkeit oder ein völlig uns überraschendes Szenario, dass es eine Attacke auf die 1700er Region gab. Das war infolge der jüngsten Price Action relativen Schwäche, die Gold einfach gezeigt hat, denke ich, erwartbar. Wir hatten es auch schon zu Beginn der Woche hier zum Thema gemacht. Scheint absolut auch hier realistisch zu sein, dass wir nochmal die Jahrestiefs um 1680 US-Dollar pro Feinunze anlaufen. Ich möchte Gold aktuell weiterhin nur sehr ungerne long sein. Also kurzfristig ungerne long sein. Ja, das bezieht sich jetzt nicht auf eine längerfristige Einschätzung. Ich glaube, da kann man vor dem Hintergrund dessen, was uns noch ins Haus steht, im Hinblick auf die Turbulenzen, die wir erwarten dürfen, wahrscheinlich, ich will nicht sagen, nicht genug Gold im Haus haben, aber zumindest mal mindestens 10% seines Vermögens als Hedge in einer Edelmetallposition in Form von Goldbarren, die man irgendwie gut verbuddelt oder irgendwo im Safe hat, ist, glaube ich, im derzeitigen Umfeld nicht die schlechteste Idee.
Aber kurzfristig, wie gesagt, sieht es hier für Gold, jedenfalls in US-Dollar-Terms, nicht besonders gut aus. Damit sich das Bild beginnt hier aufzuhellen, ist es eigentlich essentiell, möchte ich schon fast sagen, dass wir eine Rückeroberung der 1750 zu sehen bekommen. Andernfalls der Modus weiter als Short betrachtet werden kann. Und selbst wenn wir kurzzeitig mal infolge einer US-Dollar-Korrektur uns irgendwie stabilisierend präsentieren, ist ein wirkliches Aufhellen eigentlich erst ausmachbar mit einer Rückeroberung der 1750er-Marke auf der Oberseite. Ja, auf der Unterseite haben wir den Fokus auf der 680. Szenario 1 ist aggressiver Flushout, also kurz unter die 1700, Stopfishing mit einem Push in Richtung und unter die 1680, aber so einem sogenannten Rebid, also das heißt, dass wir zurück über dieses Niveau entsprechend gekauft werden und uns oberhalb halten können, auch oberhalb dann die Woche beispielsweise, im Falle jetzt der Non-Farm-Payrolls beispielsweise beschließen. Das könnte interessant sein aus Chance-Risiko-Verhältnistechnischer Perspektive, weil du ein Level hast, gegen das du hier ganz klar riskieren würdest, nämlich die Übertreibungstiefs, die du nicht unterschritten sehen möchtest und somit den Bruch der 1680. Alternativszenario, dass wir im Bereich eben um 1700 beginnen, uns zu stabilisieren und dann aufdrehen. Aber wie gesagt, kurzfristig bullish erst mit Bruch dieser Trendlinie, die sich hier herauskristallisiert hat, und nach Möglichkeit auch Rückeroberung und Halten oberhalb von 1750 US-Dollar pro Fein und so. Und ja, final wollen wir uns noch einen Blick werfen auf Crude Oil. Wir hatten Long Play zum Thema gemacht, glaube ich, zum Anfang der Woche. Das ist allerdings hinfällig. Das war hier dieser Bereich, beziehungsweise das war jetzt die 5-Minuten-Betrachtung. Ich gucke mal kurz. Einen Moment. Nein, 6.6 ist natürlich Quatsch. Das ist viel zu weit weg. Hier, in dem Bereich war das, ne? Das war möglicher Bounce, glaube ich, gegen die 92 hatten wir zum Thema gemacht gehabt. Der hat aber nicht stattgefunden, sondern wir haben diese Niveaus unterschritten. Also diese Support-Region auch hier, glaube ich, in diesem Bereich war das. Ungefähr 93, 94, so, glaube ich, hatten wir es zum Thema gemacht. Also man kann hier deutlich erkennen. Ich glaube, wir haben gesagt, Risiko gegen die 92. Und Break der Trendlinie lässt auf jeden Fall schon mal Raum für Ausskalieren aus einer Position. Und jetzt sehen wir Schwierigkeiten, die 200-Tage-Linie hier zu erobern. Also ganz übergeordnet unten im Daily kann man das erkennen. Ist allerdings noch nicht gesagt, dass wir nach oben wirklich fertig sind. Also 85, 86 auf der Unterseite ist ein Schlüsselbereich. Wenn wir den jetzt nochmal anlaufen, aber halten können, könnte das interessant sein, sich gegen diesen Bereich nochmal long zu positionieren, in Erwartung, dass es dann nochmal zu einem Lauf in Richtung und vielleicht auch über 100 Dollar eben tatsächlich kommt. Ich habe jetzt gesehen, da gibt es einige ziemlich groß angelegte spekulative Positionen im Terminmarkt wohl. Im dreistelligen Millionenbereich, wenn ich das jetzt richtig überflogen hatte. Also ich habe nicht en Detail da mich mit auseinandergesetzt, aber wonach jemand Optionen gekauft hat. In einer Range zwischen 110 bis 120, 130 Dollar, glaube ich, sogar pro Barrel. Verfall, wie gesagt, im Dezember. Es ist, wie gesagt, erstmal so alleinstehend keine wirkliche Information, mit der wir arbeiten können, aber nichtsdestotrotz eine, die zeigt, dass auch in größerem Umfang nochmal am Goldmarkt, Entschuldigung, Goldmarkt, im WTI-Markt, darauf gespekuliert wird, dass es zu einem tieferen Lauf über die 130 Dollar-Marke tatsächlich kommt, oder beziehungsweise über die 100-Dollar-Marke mindestens erstmal kommt. Und wie gesagt, ich würde ganz genau beobachten hier, wie wir uns im Bereich um 85, 86 Dollar eben präsentieren. Nicht auszuschließen ist natürlich, dass wir diesen Bereich dennoch brechen und unterschreiten, infolge beispielsweise sich weiter haltender oder vielleicht sogar noch mal deutlich zunehmender Rezessionssorgen, die natürlich die Nachfrage nach einem Rohstoff wie WTI dämpfen dürften, nachvollziehbarerweise, und noch mal Abschläge denkbar werden lassen, die uns sogar vor die, nehmen wir sie mal hier, Bounce-Hochs, so im Bereich ungefähr von vor einem Jahr um 82, 83 Dollar das Barrel führen könnten. Bevor es dann zu diesem, nennen wir ihn mal, Omikron-Flushout kam, der damals ja Sorgen nochmal einer neuen Corona-Welle eben schürte, wo sich dann aber zunehmend herauskristallisierte, Pandemie ist vorbei, außer in einem kleinen Land irgendwo in Mitteleuropa, ja, so ein bisschen in Richtung nordische Länder, grenzend an die Benelux-Staaten beispielsweise oder an Tschechien, an Polen, Dänemark obenrum, also kleines Land. Ja, da gibt es so ein paar Irrlichter in einer Stadt mit einem großen Tor, ja, ganz in der Nähe, die dann ja, die dann irgendwie immer noch eine große Pandemie tatsächlich sehen. Gut, genug der Ketzerei. Also wie gesagt, wir haben ausgehend hiervon
den Rezessionssorgen durchaus nochmal Potenzial, 82, $83 pro Barrel diesen Bereich anzulaufen, sollte die 85 unterschritten werden. Den Bereich würde ich beobachten. Sehen wir ein Halten gegen diesen Bereich, ein Bounce, dann wäre das CRV-technisch, glaube ich, interessant für einen möglichen Run zurück in Richtung und über die $100 pro Barrel-Marke. Und das wäre es soweit meinerseits tatsächlich gewesen. Also hauptsächlich mein Fokus natürlich auf Nvidia und auf den entsprechenden News, auf der 140er-Marke. Wie gesagt, das von mir skizzierte Szenario, das werde ich in der Form natürlich nochmal, wenn auch ein bisschen sauberer ausformuliert, auch ein bisschen mit dem Text, den ich unterlegen werde, werde ich euch das in der Discord-Community auf jeden Fall im Laufe der nächsten Stunden einstellen. Und so, soweit meinerseits. Dann wünsche ich euch jetzt erstmal Happy Trading, passt auf die Stops auf, ich hoffe, ihr habt das mitgenommen und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like hier. Abonniert gerne den Kanal. Morgen 10:30 Uhr hören wir uns dann wieder mit einem. Es wird kein Non-Farm-Payroll-Spezial sein, aber ich werde nochmal so zwei, drei auch technische Aspekte vielleicht zum Thema machen, die wir schon seit längerer Zeit nicht mehr abgedeckt haben, die vielleicht für den einen oder anderen auch Neueinsteiger im Bereich Trading dann vielleicht von Interesse sind, wie man in solchen News-Events vielfach antizipiert, eventuell erkennen kann, dass Liquidität sich entzieht dem Markt oder beziehungsweise wieder hinzugegeben wird, wann man wieder Handelsentscheidungen treffen sollte, wann man besser die Füße stillhält und zurück macht. Das machen wir morgen alles. Bis dahin, Happy Trading. Passt auf die Stops auf, habt euch wohl, macht's gut. Bis dann. Und tschüss.